Nun, worum geht es? Um welche Mission geht es? Vielleicht noch davor kurz ein paar Worte zu mir. Ihr hört, ich habe einen anderen Zungenschlag. Das ist richtig, ich komme nicht von hier. Woher komme ich? Habt ihr schon mal den Namen Foundation gehört? Ich nahm den Spiegel und guckte mich an. Das, was ich sah, jagte mir den Schrecken ein. Denn die natürliche blaue Farbe meiner Augen verlor ihre blaue Farbe und ich sah mich so, wie ihr mich jetzt seht. Und dann hörte ich hinter mir die Stimme, willkommen, Bruder. So kam ich zur Foundation. Bei dieser Mission geht es um einen gefährlichen Virus. Und es geht auch um den Träger dieses Virus, es geht um den sogenannten Wirt. Genau, die Foundation befürchtet, dass durch die Ausbreitung dieses Virus die gesamte galaktische Ordnung ins Wanken gerät. Nun, Freunde, Rekruten, jetzt seid ihr an der Reihe, zur Foundation zu gehören. Aus der Sicht der Foundation seid ihr die geeignetesten und die besten für diese Aufgabe. Hier habe ich auch eine schöne Lady. So, ja, einen Superliquider. Sehr gut. So, Freunde, das nennt man Krieg. Wer hatte Streit? Wir zwei, richtig? Ja. Wer ist nass geworden? Hand hoch. Tja, das nennt man auf der Erde Kollateralschaden. Halt Pech gehabt. Die sind wahnwitzige, die sind irre. Irre. Zum Beispiel, ja, man schenkt ihnen Industrie, die zerstören ihre Umwelt. Man schenkt ihnen Satelliten, sie übertragen damit Deutschland sucht den Superstar. Ja, man führt sie ein in die Welt der Musik und was kommt dabei heraus? Helene Fischer. Sie vergrößern die Wüste, sie vergiften das Wasser. Gut, manche von den Leuten, manche von diesen Spezies, die laufen rum und sagen, ja, wir machen den Planeten kaputt. Wir zerstören den Planeten. Ich sag mal so, Freunde, der Planet ist in Ordnung. Die Bewohner, die sind am Arsch. Sie teilen sich in Juden, Christen, Muslime. Juden, Christen, ja, kann man, ja gut, ja. Was machen die Christen? Teilen sich in Orthodoxen, Protestanten, Katholiken. Ja, und was machen die? Protestanten bekämpfen die Katholiken, Katholiken bekämpfen die Protestanten, die bekämpfen Orthodoxen, Orthodoxen bekämpfen die Protestanten, die Katholiken und alle gemeinsam bekämpfen die Juden. Und sie bekämpfen auch die Muslime. Na gut, könnte man sagen. Na, immerhin bekämpfen, halten die Muslime zusammen. Von wegen. Die treffen sich in Sunniten, in Schiiten und Aleviten und so weiter. Ja? Na gut, könnte man sagen. Und sie bekämpfen, ich bringe dich um, weil du ein Sunnit bist, ich bringe dich um, weil du Schiit bist, ich bringe dich um, weil du Aleviten. Wir zusammen bekämpfen die Christen und alle gemeinsam bekämpfen die Juden und umgekehrt. Und das machen sie seit Jahrhunderten, Freunde. Freunde, ich habe eine Bitte. Solltet ihr die Mission überleben und zurückkommen, werde ich euch fragen, was ist da los? Nun, Freunde, jetzt kommt es zu eurem Auftrag. Es geht um diesen Virus. Den Virus, den die Menschen in sich tragen. Ja, es gilt, ihn unschädlich zu machen oder einzudämmen. Den Virusträger, den Wirt, kann man an folgenden Sachen, solchen Symptomen und Sätzen erkennen. Er sagt solche Sätze wie, Frauen oder Männer sind blöd. Oder Moslems, Juden, Christen sind blöd. Fremden sind blöd. Andere Hautfarbe, blöd. Behinderte, blöd. Und für den Träger dieses Virus, für den Wirt, gibt es einen Fachbegriff. Man nennt ihn Arschloch. Ich bitte euch, diesen Terminus zu behalten. Und jetzt kommt's. Die Konzeption mit den Führungsfiguren, mit den großen Führungsfiguren, hat es nicht funktioniert. Wir brauchen einfach 22 Überzeugungstäter, die als ganz normale Schüler auf die Erde geschickt werden und von dort ihre Arbeit machen. Willkommen bei der Foundation. Das ist eure Fahrkarte. Öffnen, aufessen, schlafen gehen. Und wenn ihr morgen aufsteht, seid in eurem Einsatzgebiet. Die Foundation zählt auf euch. Good luck.